Wie viele Leute haben wir, subhanallah, die zum Beispiel bestimmte Jacken tragen, Wellenstein, und da ist ein Kreuz drauf. Und wir haben uns informiert, das ist ein Kreuz. Das soll unterlassen werden. Trag diese Jacke, aber ohne dieses Kreuzjacke. Ja, dann sieht keiner mehr, dass ich 300 Euro bezahlt habe. Du hast sowieso keine 300 Euro bezahlt. Du hast vom Schwarzmarkt gekauft für 20 Euro. Und doch noch dazu, subhanallah, entfernst du nicht das Kreuz. Yani, wo ist dein Adab gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist ein Kreuz. Wie oft noch? Jesus, wenn er zurückkommt, Isa alayhi salatu wasalam, wird er zurückkommen. Weißt du, was er als erstes macht? Er bricht das Kreuz. Er bricht das Kreuz. Jesus, alayhi salatu wasalam. Deswegen unterlass so etwas oder andere Symbole, die wir heutzutage sehen. Das alles sollte vermieden werden, denn in einer Überlieferung heißt es, der Prophet ließ nichts in seinem Haus, worauf Kreuze waren, was er nicht auch entfernte. Dieses ist sehr, sehr wichtig zu verstehen.